Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play von Dragon Quest Builders. Wie ihr seht, ich habe einiges gebaut. Ich habe hier alles mal die ganzen Wände hochgezogen. Ich wollte eigentlich so noch da diese Ziegel dran machen, aber ihr werdet lachen. Ich habe die Dinger nicht gehabt. Ich hatte hier nur ein Fundament, aber ich kann diese Ziegel da nicht bauen. Das sind alles die ich vorher abgebaut habe. Aber vielleicht können wir die später noch bauen. Leider ist es mir passiert, als ich hier den Boden verlegt habe und eigentlich schlafen wollte, dass ich den Typ hier angesprochen habe. Das tut mir ein bisschen leid. Der hat uns aber... Hallo? Nein, nicht schlafen! Okay, gehen wir schlafen. Der hat uns denn angesprochen, weil ich wollte hier schlafen gehen und lag der daneben und dann habe ich ihn leider angesprochen. Er hat gesagt, wir sollen ihm ein Zimmer bauen. Aber eigentlich wollte ich nicht schlafen, ich wollte eigentlich zu den Gegenständen. Und gucken, ob ich noch irgendwo ein Fundamentstück habe. Was er genau für ein Zimmer will, sage ich euch gleich. Ich habe hier alles mal so ein bisschen schick in die Ecke geräumt. Hier waren die Dinge, die man bauen konnte. Das ist Brustabwehr. Ist aber halt nicht das, was ich wollte, ne? Ich brauche eins. Dankeschön. Genau. Dann habe ich hier das alles noch hochgejumpt. Das war ganz schön anstrengend. Wo ist denn noch mal? Mann! Tut mir leid. Ich bin noch nicht ganz wach. Ach, diese Kameraführung. So, genau das wollte ich. So, schickes Schlafzimmer. Herzlichen Glückwunsch. So, jetzt aber. So, der Herr möchte, dass wir das bauen. Also muss ich gucken. Das lag so. Das heißt, das muss so hin. Da ich das aber jetzt so nicht machen kann. Und die ja immer so zwei breit sind. Muss ich das leider jetzt alles nochmal hier so ein bisschen abreißen. Und dann... Ach, komm schon. Das ärgert mich ein bisschen, ehrlich gesagt. Ha, passt wie angegossen, so. Minus war blau, Bauplan angucken. Da. Eine Burgfundament, Burgmauer... Holztür, Kronleuchter, Altar des Seers. Das kriegen wir hin. Ich finde das ein bisschen blöd. Oh, verdammt. Dass, dass sie das jetzt so nicht angenommen haben schon. Weil ich meine, das ändert ja nichts an der Tatsache, dass ich ja eh das so bauen würde. Und ich verstehe nicht, warum er sein Häuschen da direkt neben den Eingang haben möchte. Aber okay, belassen wir es dabei. Und gekocht hat auch noch keiner von denen. Das ärgert mich zutiefst. Burgkleidung. Burgmauer. Ah, ich muss nochmal Burgverkleidung machen. So viele wie möglich. Und dann müssen wir Matrix 17 anwenden. Machen wir es mal so. So kommen sie nämlich auch erstmal gar nicht rein. So, Trick 17 ist im Prinzip das, dass ich jetzt hier mal ein bisschen das hier benutze. Das sammeln wir mal ganz fix ein. Und dann... So. Nein! Verdammt.
Gott, wie war das denn? So. Ach ja, ich muss das ringsherum bauen, ne? So war das. So, er hat das jetzt 1, 2, 3, 4, 5. So, 3. Ich glaube, das ist schon zu. Zu eng, aber ich versuch's mal. Okay. Wenn ich so in der Ecke stehe, hat er 4. Dann kann ich hier nochmal 1. Er scheint immer da. 2, 3. Kommt, ihr seid doch ein paar Spacken. Ich hab zu tun. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber ich hab zu tun. Ich muss echt noch mal ein bisschen Dinger in der Farm gehen. Also so. So wird ein Schuh draus. So. Ich muss so auch weg. Channel. 1. Nee, du nicht. So. Ah. Erzählt mir Erde. Immer das Gleiche. Ich glaube, das halt mit den Fundamenten zu machen, beziehungsweise statt die Burgmauern einzeln so herzustellen, finde ich es einfach mit der Burgverkleidung. Eins, zwei, drei, vier, ne? Ich hoffe, bald fangen die mal an zu kochen. Geht das Essen aus? Also ich denke, das reicht erstmal. So. Ja, doch, ich glaube, das reicht erstmal. Dann haben wir nämlich ein bisschen was. Wir gehen nämlich auch die Pilze aus. Tatsächlich. Und, ich habe bis jetzt noch keine andere Nahrungsquelle gefunden. Aber so geht's ja erstmal. So, was war hier noch? Zweimal Fundament und Burgmauer einmal. Einmal, zweimal. Er muss hier aber auch noch. So, dann die Tür. Das bringen wir vorher noch kurz weg. Ich glaube, ich habe die Tür, oder? Du kannst da rein. Du kannst da rein, ne? Ne, du kannst da gar nicht rein. Nö. Du kannst da auch nicht rein. Hier ist das Falsche. Hier. Was war das noch? Eine Holztür? Kann er haben? Davon nehmen wir auch gleich eine mit raus. Eine Kiste. Brauche ich noch. Lagerfeuer. Ach, Kerzenleuchter. Jetzt muss ich noch mal gucken, was für, ob es Kerzenhalter waren. Oder Kronleuchter. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Guck uns mit.
Ich verstehe nicht, warum man es direkt da vorne haben will. Ich denke mal, du musst da hin. Was will der Kronleuchter? Okay, kann er haben. Kronleuchter, 2 Stück. Ja, ach, die Wahrsager-Wohnstätte hätte er ganz gerne. Bauen wir mal 5? Ach, ich kriege ja gleich 5, okay. Ich finde schade, ich würde hier ganz gerne irgendwie eine Tür reinsetzen, aber das geht leider nicht. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo die hin muss. Ich habe einen leeren Raum gebaut, das ist sehr schön. Und da ist die Wohnstätte. Bäm. Hätten wir das auch. Juhu. Ja, genau, mach die Tür auf. Jetzt steht er da direkt. In der Tür. Hau doch mal ab. So, du auch. Könntest du bitte. Bitte. So. Ich hätte ganz gern, dass sie nämlich halt diese rosanen, roten Türen haben. Himmelarschenzwirn. Das hat jetzt aber ein bisschen gedauert, meine Damen und Herren. Mistkerl. So, genau hier hatte ich nämlich noch ein paar Sachen liegen. Die wollte ich nämlich denn bei der Zauberer-Wohnstätte reinstecken. Dass ich das eine da nicht zumachen kann, das ärgert mich. Ich habe auch schon geguckt, ob ich nicht das andere Tor machen kann, aber nein, das geht leider nicht. Hahaha, der hat sich da hingelegt. Ich glaub's nicht. Der Typ legt sich erstmal voll in das Prinzessinnenbett. Nice. Genau wie ich es vorhergesehen hatte, ihr habt mir eine eigene Wahrsager-Wohnstätte eingerichtet. Jetzt werde ich mich der Wahrsagerei widmen, um euch den Weg in die Zukunft zu weisen. Die heilige Pflicht der Erbauern ist es, Alefgard auf den Tag vorzubereiten, an dem der Drachenfürst vernichtet wird. Als erstes müsst ihr das Mittel wiederherstellen, mit dem ein Krieger das böse Eiland des Drachenfürsten erreichen kann. Den gesegneten Regenbogentropfen, der die Zwillingsmächte der Sonne und des Regens vereint und eine Brücke aus Licht entstehen lässt. Doch die Materialien, aus denen er gefertigt werden kann, soll im schwärzesten Loch und im feuchtesten Winkel dieser verfluchten Reiches weggeschlossen sein. Ich weiß nicht, wo die Heimatstadt der Schurken sich heute befindet und welchen Schrecken darin lauern mögen. Aber ich weiß, dass ich mich der Aufgabe widmen werde, über den genauen Ort zu orakeln und werde euch Bescheid geben, sobald ich ihn aufgespürt habe. Auch ich will die Methode prophezeien, mit der ich den Universalschlüssel herstellen könnte, der die Pforten zu jener Finsternis öffnen mag. Hab keine Furcht, junge Maika. Ich, der mächtige Divinius, der auserwählte Seher der Göttin, werde euch höchstpersönlich anleiten. Ihr müsst nichts weiter tun, als auf meine Anweisung zu warten. Ja. Chimärenflügel. Sehr schön. Meine liebste Maika, die hat nämlich auch noch eine Quest. Meine liebste Maika, ich kann es kaum erwarten, mit dem Wiederaufbau Tantigel zu beginnen. Aber wie ihr sehen könnt, liegt das Schloss in Trümmern. Wahrlich, ich weiß gar nicht, wo anfangen. Ihr habt reiche Erfahrung in der Kunst des Bauens, nicht wahr? Könnt ihr einen Plan ersinnen? Wie mein, einen Thronsaal auf der Estrade? Sie sehen die Wand. Wahrhaftig, der Raum, in dem mein Vater und ich einen Tof hielten, befand sich genau an diesem Fleck. Aber unter diesen erschwerten Umständen kann ich euch keinesfalls darum bitten, einen Raum nur für mich allein einzurichten. Er wäre ja nicht nur für mich allein, meint ihr? Den Thronsaal wieder aufzubauen, würde als Symbol für die Wiederauferstehung Tantigels dienen? Ich verstehe, nun... Wenn es mein Volk Mut machen würde, den Thronsaal wiederherzustellen, gebe ich euch meinen Segen.
Ihr seid so gütig, Maika. Danke, dass ihr diese Aufgabe in Betracht zieht. Hier, nehmt diesen Bauplan des alten Thronsaals. Möge er euch dabei helfen, das Schloss in seiner frühen Pracht wieder auferstehen zu lassen. Yay. Okay. So, was hast du jetzt noch? Sagt Maika, habt ihr die Prophezeiung vernommen? Sie erzählt von dem Schwert und der Rüstung, die anlegen muss, wer dem Drachenfürsten gegenübertritt. Sie werden Königsklinge und strahlende Rüstung genannt. Leider sind sie in dieser Welt verloren gegangen. Aber wenn jemand diese Schätze neu fertigen kann, dann seid ihr es, die gesegnete Erbauerin. Wenn eure Arbeit getan ist, solltet ihr euch um einen angemessenen Aufbewahrungsort für die Früchte eurer Arbeit bemühen. Es wäre nicht richtig, sie einfach herumliegen zu lassen, sodass jedes dahergelaufene Monster sich damit davon machen kann. Boah, ich kann nicht lesen. In diesem Schloss gab es einst den idealen Raum dafür. Den da hinten. Ich glaube, er befand sich gleich hier drüben. Eine streng bewachte Kammer, in der randvoll Schatztruhen aufbewahrt wurden. Aber wenn ihr einen anderen Ort geeigneter findet, so will ich euch eure Weisheit nicht in Frage stellen. Ich bitte euch lediglich darum, einen riesigen Reisekoffer, eine Truhe sowie drei Schatztruhen in den Raum zu stellen. Oh, und außerdem zwei Bravado-Banner, um ihn eines Königs würdig zu machen. Okay. Einmal. Ne, zwei. Das verstauen wir mal. Da können wir auch zwei mit rausnehmen. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Fundament. Könntet ihr bitte? Dankeschön. So. Dann machen wir hieraus mal. Das sind zwei, ne? Ja. Das einzig Gute ist, jetzt wird er mir auf jeden Fall immer so Heilsalben, glaube ich, herstellen. Was ich sehr nice finden würde. Den nehme ich mal raus. Den nehme ich mal raus. Nee, du nicht. So. Wie viele wollt ihr? Zwei Truhen? Nein. Benutzen. Wie können wir denn die Dings? Du kommst da einmal hin. Maika baut leeren Raum. Den großen Reisekoffer. Ne? Ach Gott, was war's denn noch? Diese komischen Bravo-Banner? Nein! Genau das Falsche. Waren das zwei Truhen? Und wo ist der Typ hin? Da. Sag's nochmal. Hallo Maika! Riesigen Reisekoffer. Eine Truhe? Ja? Drei Schatztruhen, okay. Ja. Also drei Schatztruhen. Also wir müssen noch eine Schatztruhe finden. Anscheinend habe ich auch Hunger. Drei Schatztruhen. Jetzt muss ich aber mal überlegen.
So, das haben wir schon mal eins. Boah, die Musik, ne? Ey, die tötet mich. Nee, du nicht. Kommst rein. Du kommst raus. Diese Bravo-Banner. Wo sind sie denn? Da ist schon mal nicht. Doch, halt, ich hab's da doch gesehen. Einmal. Kann ich Schatztruhen herstellen? Nee. Verdammt. Gott, wo kriege ich denn die Schatztruhen her? Noch eine Truhe. Und dann fehlt ja nicht mehr so viel. Du kommst wieder rein. So, die Tür muss hier noch ausgetauscht werden. Ja, ja, die Grillküche wurde zerstört. Leider kocht keiner von euch. So. Wie hätten wir das auch schon mal? Lass mich raten. Jetzt muss ich das alles wieder wegnehmen. Natürlich ist hier auch was runtergefallen. Bäh. Ach, guckt euch das an. Hier hatte ich ja noch was. Alles so die Sachen, die das Leben schöner machen. So, da wieder rein. Ha, ha, ha. Nicht gekriegt. Ach, ha. Das war ja wohl nichts. Na komm, reißen wir das Ganze hier mal in Stücke. Hätten wir das nämlich so auf? Dass ich das jetzt die ganzen Wände hier einreißen muss, das ärgert mich zutiefst. Jetzt sag nicht, dass irgendwas dahinter gefunden haben. Ich hasse es. Oh. Wieso nicht? Was hab ich denn hier immer? Machen wir es mal so. Das sieht aus. Aber wer nicht will, der hat schon. So. Genau. Dann kommt da nämlich noch einmal Fundament hin. Ich habe auch gerade kein Fundament hier, ne? Ich hätte ganz gern einmal Fundament, bitte. Wahrscheinlich sagt er mir jetzt, aha, du musst da aber auch noch ausbreiten. Oh. Oh. So, wo sind sie da? Alter, was ist denn los mit euch? Was ist mit dir los? Der muss sich auch mal heilen, der arme Kerl. So. Burgfundamente. Also da muss noch einmal komplett Burgfundament drauf. Burgmauern, Stahltor, Kronleuchter. Hm.
Scheiße. Kann doch nicht euer Ernst sein. Na schön. Burgfundamente. Erde. Burgverkleidung. So viel wie es geht. Und dann haben wir noch ein bisschen Burgmauern. Das ist sehr schön. Du kommst rein. Du kommst rein. So. Was noch? Das Tor kommt rein. Ach, das ist der Bauplan. Da nehmen wir mal zwei heraus. Das haben wir ja schon. Davon nehmen wir zwei heraus. Das haben wir nämlich auch schon. Nee, du kommst weg. Du kommst da gar nicht hin. Was brauche ich für Burgfundament? Fahren wir mal so viele, wie es geht. Der Thron. Ach, den kann ich gar nicht bauen. Ha. Da fehlt ja was. Falsche Richtung. Könntet ihr bitte weggehen? Bitte, bitte. Halt. Ich habe den Thron vergessen. Ihr gebt mir den Thron. Dann haben wir das nämlich auch schon mal. Bäm. So, jetzt können wir erstmal schlafen. Ah, da war noch einer. Diesmal schlafe ich doch bitte schön im großen Bett. Dankeschön. Also wirklich. Evil. Das ist doch kacke, wenn er jetzt hier überall noch Fundament haben will. Da schon mal die Burgmauern. Obwohl ich glaube, dass es wahrscheinlich einfacher ist. Oh nein, ich brauchte zwei, ne? Ihr sagt nicht, ich brauchte zwei. Oh, zwei. Nein. Alles Gute ist nicht beisammen, ich sag's euch. Die Säulen habe ich auch nicht. Fragt mich nicht, wo ich die herkriege. Ich kann auf jeden Fall Osqueen noch mal im Schloss gucken. Vielleicht finde ich da ja auch noch mal verdammt. Burgfundament. Was fehlt denn noch? Das Stahltor, die Kronleuchter, zwei Stück. Wo kommen die denn hin? Ach,
Da hinten hin, an der Seite. Zwei Bravo-Banner. Ich hab doch hier schon mal zwei. Ah, da hat's auch nicht funktioniert. Fundament. Was braucht ich nochmal fürs Fundament? Da fehlt mir die Seide. Hier fehlt mir das Stein. Na gut. Dann gehen wir mal Richtung dieses komische Schloss. Ich meine, hier haben wir ja eh Stein. Aber wir brauchen ja auch schillernde Seide. Und das bestimmt nicht nur einmal. Ist soweit alles in Ordnung? Die schillernde Seide kriegen wir halt nur von den, von diesen blöden Zauberern, die immer abhauen. Ich glaube, in der Burg müsste ich wirklich noch haben. So viel Zeit muss sein. Die Frage ist, wo war jetzt die Burg? Die war irgendwo im Süden, ne? Dann gehen wir mal. Aber ich sehe gerade, der Part kriegt gleich schon wieder Überlänge darum. Locker, locker, locker. Stelle ich mich mal hin und ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben oder lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Bis dahin, Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.